Oh mein Gott! Nein! Like das Lama, sonst gibt's Karma. Jo, was geht ab, Leute? Dennis wieder am Start und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen in einer neuen Folge. Ein Ehrenmitglied aus meiner Community hat mir geschrieben, Bro, du musst dir unbedingt diesen Account hier anschauen. Und ich werde das jetzt gemeinsam mit euch tun. Es wird so episch, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Er meinte, ich wollte mich wirklich auf was ganz Spezielles vorbereiten. Deswegen, ich muss aufpassen, dass ich nicht ohnmächtig werde. Ich bin sogar schon am überlegen, ob ich mir eventuell diese Brille hier die ganze Runde lang aufziehe. Aber, na, ich glaube eher doch nicht. Einmal ganz kurz vorweg, Freunde. Ich möchte, dass dieses Video viral geht. Deswegen müsst ihr mich unbedingt unterstützen. Schreibt euren Epic-Namen unter die Kommentare und ihr habt die Chance, mit diesem Account zu spielen, okay? Teilt dieses Video unbedingt mit euren Freunden und skippt nicht irgendwie zu den wichtigen Parts. Genießt diese Show von Anfang bis Ende mit mir zusammen, dass wir uns wirklich hochhalten, weil es wird wirklich heftig. Fangen wir jetzt erstmal mit dem Kontolevel an, okay? Level 968 ist das Kontolevel. Ist jetzt vielleicht nicht so speziell. Wir haben auch schon mal uns eine goldene Banane angeschaut. Die hatte das Kontolevel 1700. Ist jetzt vielleicht nicht so krass. Aber gehen wir weiter. Siege 71 Stück und bei Du's 446. Okay, scheint ein richtiger Du-Spieler zu sein. Und Team 427. Okay, ist ein Teamplayer. Alles easy peasy, lemon squeezy. Let's go weiter. Ne? Bevor wir jetzt weitermachen, schauen wir uns noch einmal ganz kurz den Item-Shop an, auf Ehre Danex, und ihr könnt sehen, dieses Video ist absolut aktuell zu diesem Zeitpunkt. Das ist heute der, welchen haben wir heute? Heute haben wir den 9.7. Da war dieser Shop hier in und hat er sich hier irgendwas gegönnt? Ja, der hat sich Abfeiern gegönnt und Wackeln. Traum hat er sich auch gegönnt. Okay, krass. Okay, gehen wir weiter. Okay, hier ist noch gar nichts gespoilert, deswegen schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz den Spind an. Wir suchen hier, ob wir den OG-Bus-Banner finden. Das ist ja der seltenste Banner, den es hier so in Fortnite gibt. Mal schauen, ob wir ihn finden. Also bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Oh, da haben wir den OG-Bus-Banner. Okay, so wie ihr diesen Account hier gehypt habt, ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir ihn hier finden. So, gehen wir weiter in unsere Sounds. Da ist es wichtig, ob wir den OG-Sound finden oder den Remix. Wir gucken uns einmal das ganz kurz schnell an. Und wie wir hier sehen, sehen wir nichts. Also leider hat er hier nicht die OG-Sounds. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir gehen jetzt in die Loading-Screens. Von unten nach oben. Okay, ich skippe einmal ganz kurz und schnell durch, ja, weil das ist hier nichts Interessantes, aber man sollte es sich mal einmal angeschaut haben. Ich hoffe, achso, und falls ihr irgendwas verpassen solltet oder sonst was, ja, dann einmal auf Pause drücken, dann könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen, okay? Oder einen Screenshot machen, je nachdem, wie ihr wollt. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr hier mit am Stissel seid, mit mir zusammen, denn es wird gleich wirklich krass. Ich muss sogar einmal ganz kurz tief durchatmen, sonst eskaliere ich hier. Okay, wir sind jetzt bei den Tapeten angekommen. Wir schauen uns an. Ja, hat er hier irgendwas Seltenes? Ich skippe einmal durch. Okay, also ein paar schöne hat er schon mal, auf jeden Fall, aber jetzt nichts, was ins Auge sticht, ne? So, dann nehmen wir, ja komm, die Farbe ist doch saftig. Ach warte, wir müssen auf alles anwenden drücken. Okay, perfekt. So, gehen wir jetzt zu den Tänzen. Bei den Tänzen wird es jetzt langsam interessant, Freunde, ja? Also, wir gehen einmal zu den Tänzen und wir arbeiten uns einmal von den gewöhnlichen bis hin zu den ultra seltenen hin, ja? Deswegen, falls ich irgendwas mal verpassen sollte oder ich irgendwas sehe, was ich denke, was nicht selten ist, aber selten ist, dann müsst ihr mir unbedingt auch mal Bescheid geben, weil jede Folge lerne ich auch was dazu, ja? Ich mache auch mal Fehler, jeder Mensch macht mal Fehler, auch ich. Und da müsst ihr mir Bescheid sagen, ey Dennis, du hast folgenden Tanz verpasst und der ist ultra krass. Den darfst du niemals im Leben noch einmal verpassen, okay? So machen wir das, okay? Deal? So, Zahnseite. Ich weiß, dass Zahnseite unter anderem ein bisschen selten ist. Dann Wackelquatsch, okay. Was haben wir hier noch am Start? Twist, Touchdown, okay. Ich will jetzt auch nicht alles kommentieren. Ihr seht auch, wenn es ein Favorit hinterlegt ist, dann ist es auch schon relativ selten. So, Popcorn, Ponytritt. Aber wir wollen natürlich die, ja, Losertanz Season 3, ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Wir schauen weiter. Oh, diesen Tanz habe ich damals geliebt. Leider habe ich den nicht auf meinem eigenen Account, aber der ist so nice.
Der Wurm ist sehr selten. Oh, da haben wir schon mal einen seltenen Tanz. Ich mag den einfach. Damit kann man auch richtig gut Leute trollen. So, gehen wir weiter. Beste Freunde, Freunde, diesen Tanz mache ich immer mit euch zusammen, weil ihr die Besten seid. Bitte auf jeden Fall auch liken und abonnieren, falls ihr neu seid. Auf Ehre. Und wir gucken weiter. Der Roboter, das ist jetzt nicht... Ja, okay. Also von den Tänzen her hat es mich jetzt nicht so überzeugt. Wir schauen einmal ganz kurz die Season 3 Tänze uns an. Ja, okay, okay, okay. Also sind schon auf jeden Fall einige gute dabei, aber jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott. Okay, deswegen gehen wir weiter in unsere Kondensstreifen. Wir arbeiten uns von unten nach oben ab. Wir fangen beim Ungewöhnlichen an. Und da bin ich wirklich gehypt, ob die Flammen eventuell hier vorhanden sind. Die Flammen sind Season 3 rausgekommen und die waren einfach so nice. Die benutze ich selbst auf meinem Account. Und da haben wir sogar die Flammen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay, wählen wir gleich auf jeden Fall aus. Wir schauen uns aber hier noch einmal ganz kurz um. Für euch, ja, okay, okay. Dann wählen wir die Flammen aus und jetzt, Freunde, jetzt wird es langsam wirklich krass, okay? Wir haben bei den Tänzen gesehen, okay, da sind einige Sachen, die vielleicht interessant sind, aber jetzt nicht so mega heftig. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es heftig werden kann und wo ich wirklich absolut abgehen könnte. Denn ihr wisst, ich spiele mit viel mit Emotionen und wenn mir etwas gefällt, dann zeige ich euch das auch, ja? Ich bin nicht so einer, so leise. Ich bin so einer, wenn ich etwas sehe und das mir gefällt, dann explodiere ich. Deswegen arbeiten wir uns von unten nach oben ab. Okay, gehen wir weiter. Schneeflocke, Papierschirm, Palmblätter. Da haben wir schon mal den ersten prächtigen Gleiter. Wie ihr seht, seht ihr einen Season 1 Gleiter. Und der ist natürlich allein, weil er von Season 1 kommt, schon eine Seltenheit für sich. Oh mein Gott. Und ich sehe zwei Positionen weiter. Den Mako-Gleiter, Freunde. Der Mako. Ihr wisst, jedes Mal, als ich den Mako gesehen habe, es ging ab. Gehen wir weiter. Kohlefaser. Der gehört zur Elite-Agentin. Ja, Season 3. Schauen wir weiter. Feldflieger, Cruiser. Okay. Da haben wir noch taktischer Schlitten. Was haben wir hier? Oh, jetzt hätte ich Bock auf einen Burger, Freunde. Ich hoffe, ihr auch. So, schauen wir weiter. Baumfeld, okay, Frostfledern, Slipstream, warte, ich muss immer ein bisschen warten, bis die sich öffnen, sonst seht ihr überhaupt gar nichts, ne? Schaut euch diese prächtigen Gleiter an, ja, weil es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie viel Arbeit Epic Games da reingesteckt hat. Ich meine, so einen Gleiter zu entwerfen und zu designen, das ist nicht ohne. Dafür braucht man sehr viel Zeit und das wollen wir auch auf jeden Fall hier in diesem Video würdigen. Ne? Da haben wir noch die Fraktale, da haben wir noch Eroberer. Ja, auch. Also ich kann mich noch sehr gut an die Season erinnern, als das rausgekommen ist. Okay, aber außer dem Mako ist jetzt, also der gehört zu John Wick, ja, den habe ich auch. Aber sonst hier noch von der Star Wars Reihe, okay, habe ich auch. Ja, okay, der Mako ist auf jeden Fall schon eine gute Besonderheit. Und dann haben wir noch den Hüftenschwinger. Das ist ja der von diesen Boogie Downs Dingern. Okay, okay, okay. Also, ich will mich nicht beschweren, der Mako ist drin und deswegen wählen wir den einmal ganz kurz aus und dann wissen eigentlich auch schon alle anderen Bescheid, okay, mit diesem Account ist nicht zu spaßen. So, gehen wir jetzt weiter zu den Spitzhacken. Jetzt wird's auch sehr interessant. Ich bin gespannt, was für Besonderheiten wir hier finden und wir arbeiten uns wieder von unten nach oben hoch und wenn da muss man auf jeden Fall sagen, köstlich. So, gehen wir weiter. Säbelzahn, ja, das ist nicht so selten. Das ist von Season 3. Ich bin gespannt. Okay, der Hetzer. Giftschneide. Okay, Bluthaken, das ist der vom...
Der Fleischklopper, der kommt vom Twitch Prime Paket. So, wegen Excalibur auch von Season 2. Diese Spitzhacke hat man damals in den Battle Pass bekommen. Gemeinsam mit den Ritterskins, also von der Seltenheitsstufe, könnt ihr den gleich halten wie die Ritterskins. Und ich meine, wenn man schon die Ritterskins sieht, dann denkt man sich, oh mein Gott, krass, was ist da nur gerade auf meinem Bildschirm? Frostschnabel, Zuckerhacke, okay, geil. Kratzspur, die Minty-Spitzhacke. So, da haben wir hier die Spitzhacke von unserem John Wick, einer meiner Lieblingsskins. Und den AC/DC, Freunde. Nehmen wir mal meine Lieblingsspitzhacke, also nicht die von John Wick, sondern tatsächlich die hier, die ich leider niemals zu Gesicht bekommen konnte, aber jetzt konnte ich sie euch wenigstens einmal vorstellen und ja, ich feiere es einfach. Freunde, wir gehen jetzt zu den Rücksäcken und jetzt werden wir ein bisschen gespoilert. Jetzt wissen wir, okay, ich hoffe, ihr habt nicht zu viel gesehen, ja? Ich will da auch gar nicht zu lange mich da aufhalten, damit da nichts gespoilert wird. Und jetzt bin ich gespannt, gehe ich wirklich ab? Gehe ich wirklich ab? Wir gehen mal drauf. Okay. Einmal ganz kurz Tiefluft atmen, Freunde. Jetzt wird's interessant, okay? Also, wir fangen von unten nach oben an. Wutstreiterin, okay, Tango, ja, okay, eine Schiedsrichterin, Nachtlicht, ja, kann man sich geben, ja, jetzt noch nichts Besonderes, Freunde, wie gesagt, falls irgendwas besonders sein sollte, aber ich das nicht merke, bitte in die Kommentare reinschreiben, ich will auch von euch lernen, denn ich weiß, unter euch sind auch einige Spezialisten dabei und ich sehe schon auf der linken Position die royale Ritterin, Freunde. Mega geil, aber wie schon gesagt, wir wurden vorgewarnt. Wir haben ja schon den Gleiter gesehen, deswegen direkt verliebt. Royale Ritterin, heirate mich bitte. So, Reflex. Oh mein Gott. Okay, wir haben auch den Renegade Raider. Oh mein Gott, geil. Also, geiler Account schon mal. Gehen wir weiter. Schauen wir, den kenne ich. Das ist ja vom Winter Edition. Okay, weiter. Ich bin jetzt noch gespannt, was wir finden. Und der blaue Knappe. Und Bergsteigerin. Okay, Glibber, dunkler Jonesy. Zoe, Wegbereiterin. Oh, ich glaube, die kam die aus dem Twitch Prime Paket? Ja, ne? Wenn ich mich nicht irre, kam sie auch aus dem Twitch Prime Paket. So, wir schauen uns weiter hier diesen Account an. Also dieser Account ist auf jeden Fall schon sehr viel wert, das kann man auf jeden Fall sagen. Und mehrere hunderte, vielleicht sogar schon fast die 1000 Euro wert. Oh mein Gott! Nein! Nein, Freunde. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Die Ghoul-Trupperin. Oh mein Gott. Wir haben hier einen absoluten OG-Account. Diese pinke Farbe. Junge, ich liebe diese pinke Farbe. Der Ghoul-Trupper. Das war ja damals der gehypteste Skin. Sogar noch seltener als Renegade Raider. Freunde, ich bin schon so verliebt in diesen Account. Bitte. Kommentiert euren Epic-Namen drunter, damit ihr auch die Chance habt, mit diesem Account zu spielen, okay? Die Funkel-Spezialistin, auch ein seltenes Ding. Elite-Agentin, damals ein hübsche gewesen, heute immer noch. Wen haben wir hier noch am Start? Und der Abo-Kommandant auch. Bruder, man weiß direkt, der Inhaber dieses Accounts, der liebt einfach Twitch. Und es geht hier weiter voran. Freunde, was wir hier schon sehen. Oh mein Gott. Die dunkle rote. Oh, die ist aber echt nice so vom Skin her. Vielleicht jetzt nicht so krass selten, aber hübsch ist sie auf jeden Fall. So, Wukong, na, den habe ich auch hier, mein Kollegen. Und den schwarzen Ritter haben wir. Den schwarzen Ritter, Freunde. Auch ein so schöner Skin. Oh mein Gott, den wollte ich damals auch unbedingt. Damals zu Season 3 wusste ich ja noch nicht so richtig, dass diese ganzen Skins so exklusiv und so speziell sind. Aber ich habe ihn immer so gemocht. Und leider konnte ich ihn niemals spielen. Aber jetzt spiele ich ein bisschen mit dem, weil ich ja auf den Account bin. Ne? Okay, gehen wir weiter. Rote Ritterin. Rex, das war einer meiner ersten Skins.
Und schauen wir uns hier mal weiter um. Liebes Ranger. Und da haben wir den weiteren Twitch Prime Skin. Ja. Oh mein Gott. Fusion. Fate. Da haben wir die neuen Skins. Okay. Und John Wick, Bro. Und Kriterion. Und Bruder, wer bist du denn hier? Digi, zieh mal hier mein Outfit an, ja? So. Nein. Bruder. Skin, ich liebe dich, aber wir müssen diesen Platz reservieren für diesen Skin, okay? Oh mein Gott. Und jetzt bitte noch ein Rucksack, der absolut passt. Ein Rucksack, der absolut zu diesem legendären Account passt, ja? So, wir schauen uns einmal ganz kurz um. Ich würde sagen, am passendsten ist hier dieser Rucksack, Freunde. Oh mein Gott, wie geil. So, Freunde, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht mehr sagen, ne? Einfach absolut legendär, dieser Account. Ich liebe diesen Account. Und ich bin so froh, euch ihn gezeigt zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte checkt unbedingt auch nochmal den Kollegen ab, der mir diesen Account zur Verfügung gestellt hat. Wirklich Riesenkuss dafür. Freunde, ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir Nachrichten schicken. Ihr könnt mir Accounts, dies und jenes. Freunde, ich bin für euch da. Und ich hoffe, ihr seid auch für mich da. Lasst uns dieses Video hier pushen, ja? Gebt Gas, kommentiert, liked, abonniert. Und Freunde, ich möchte dieses Video explodieren sehen, ja? Und weil, ich meine, hat es dieses Account nicht verdient? Ich glaube, dieser Account hat es verdient, oder? Deswegen Kuss an jeden Einzelnen, der bis hierhin geschaut hat. Ich küsse eure Herzen. Ich wünsche euch wirklich nur das Beste. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, okay, Freunde? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Danex. Haut rein.